Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung hier in Crusader Kings 3 und beim alten König Gabriel. Ja, König Gabriel, der hat ja auch im hohen Alter jetzt noch viel erlebt, gerade diese Eskapaden in Polen, diese Neuordnung der Königsherrschaft hin zu einem Kleinkönigreich, zumindest aktuell. Und er hatte sich ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben, außenpolitisch in Erscheinung zu treten. Das hat er jetzt ja nun in Bezug zu Polen irgendwie auch gemacht, wenn das auch stark mit der familiären Politik eigentlich verknüpft war. Jetzt hat er sich aber überlegt, dass er natürlich ein bisschen was machen muss, insbesondere in Bezug zu seinen Nachbarländern. Er hat also gegrübelt, mit wem tritt er in Kontakt, was wird er machen. Und es gibt ein paar Dinge, die wir dann direkt heute mal tun können, um eben außenpolitisch hier noch ein bisschen voranzukommen und Ungarn auch in der Hinsicht weiter abzusichern. Zum einen können wir eine Geisel fordern vom Großfürsten Ilja von Halic, einem sehr zwielichtigen Charakter einer berühmten Dynastie von Wladimirovich, und von ihm können wir eine Geisel fordern. Jetzt fragt mich nicht, wo das ist. Hier, genau. Wir können eine Geisel fordern und wir können Pretschlava Wladimirovich fordern. Das ist die Enkelin von ihm, die Enkelin von Ilja. Hier steht es auch. Hier ist der Sohn Radoslav, ein riesengroßer Mann, wie es scheint, und dessen älteste Tochter können wir hier einfach fordern. Was macht das Ganze? Das verhindert oder macht Kriege unwahrscheinlicher, sodass man gegenseitig sich entweder Geiseln zuschickt, um sich gegenseitig abzusichern, oder man fordert eine Geisel, damit man sich relativ sicher sein kann, dass Großfürst Ilja nicht losschlägt. Umgekehrt, wenn ich eine Geisel irgendwohin reingebe, dann signalisiere ich dem anderen Herrscher, dass ich da nicht angreifen möchte, denn im Krieg mit Heimathöfen können Geiseln zwar nach Belieben hingerichtet werden, ja, also wenn ich gegenseitig austausche, muss ich auch Angst um meine Geisel haben, wenn es zum Krieg kommt, und es gibt Strafen, wenn wir uns gegenseitig angreifen. Also das ist eigentlich der Hintergrund, sozusagen eine kleine Versicherung gegen kriegerische Aktionen hier zum Nachbarreich. Und gerade bei ihm finde ich das auch eine ganz interessante Sache. Er ist immerhin reizbar. Also werden wir hier diese Geisel fordern. Wir müssen auch keine eigene schicken. Das ist das, was wir als erstes tun. Dann müssen wir uns mit diesem immer noch großen byzantinischen Nachbarreich hier beschäftigen, mit dem Kaiserreich und mit Basileus Michael dem IX. Bei Michael dem IX ist es aber so, dass wir nur eine Geisel anbieten können. Also fordern geht nicht. Dementsprechend können wir nur eine anbieten, um unseren guten Willen zu zeigen. Wir haben zwei zur Verfügung, unsere Schwester Katalin oder Xilak, unsere Enkelin, die erstgeborene und einzige Tochter von unserem Sohn Salomon, der ja auch unser Erbe ist. Wir werden hier in das Reich von Michael dem IX. Unsere Schwester Katalin als Geisel schicken. Die hat ja in Polen eigentlich sowieso nichts zu suchen als Mutter dieser ganzen schwierigen Söhne hier. Soll sie dann lieber woanders hingehen? Da kann sie hoffentlich weniger Schaden anrichten. Das ist sogar eigentlich doppelt smart von Gabriel, meiner Ansicht nach. So, dann gibt es noch etwas. Und zwar können wir dann tatsächlich unsere Enkelin nach Kroatien für König Voje anbieten. Damit wir auch da signalisieren, hey du, mit dir, also wir werden dir gegenüber nicht problematisch irgendwie auftreten. Gut, das ist ja immerhin eine wichtige Person, die wir hier anbieten, einfach um hier diplomatisch ein bisschen Stabilität an die ganzen Grenzen zu bringen. An Polen und Wistula ist das ja eigentlich schon der Fall, da gibt es ja auch Waffenstillstände etc. Jetzt sehen wir eben Halic, das Kaiserreich und Kroatien, nur Serbien noch nicht, aber das ist ja vielleicht auch kontrollierbar. Gut, dann habe ich noch was zu den Ämtern gesehen. Wir haben aktuell keine Hoftutorin, wir haben nur diese Amme, die ja ein neues Amt hier ist. Und die sich zwar um Kinder kümmert, aber die Hoftutorin kümmert sich um die Ausbildung. Warum sollten wir das eigentlich nicht wahrnehmen? Wir haben so einen tollen Hof, das können wir auf jeden Fall machen. Da können Kinder auch Sprachen zum Beispiel lernen. Und ich denke, das ist ein Job für Bojena, die Frau unseres Erben und des zukünftigen ungarischen Königs
Salomon. Das passt, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge, ihr dieses Amt zu verleihen. Sie ist einigermaßen begabt, ist auch geduldig, also gar nicht mal schlecht dabei, Kindern etwas beizubringen. Das werden wir also auch tun. Das wird ein bisschen unsere Einnahmen noch verringern, aber das können wir, glaube ich, vertreten. Dann habe ich gesehen, dass Adelinde als Mundschenkin oder Mundschenk, wie auch immer, gibt es da eine weibliche Form, weiß ich nicht, die ist jetzt 27 Jahre im Amt, also eine ganz treue Seele, aber sie ist schrecklich geeignet, denn sie ist inzwischen gebrechlich, 73 Jahre alt, also die alte Frau hier noch als Mundschenk arbeiten zu lassen, das ist ja schon eigentlich nicht mehr lustig, die soll die ganze Zeit Getränke eingießen und klappert da irgendwo rum, das geht natürlich nicht, das müssen wir ändern, da müssen wir eine andere Person einsetzen. Naja, unseren Spielererben, unseren zukünftigen König sicherlich nicht. Ich habe eine Person gefunden in Ritter Janosch, der ist einigermaßen geeignet, was die Diplomatie angeht. Der benimmt sich also nicht vollkommen daneben, ist ruhig, demütig, großzügig. Also er schenkt wahrscheinlich auch großzügig ein. Der passt wunderbar für dieses Amt. Und dann werden wir hier Adelinde ersetzen. Genau, sie findet das erstmal nicht so gut, aber wir werden ihr ein kleines Geschenk zukommen lassen, ein kleines Artefaktgeschenk. Nein, kein Hofartefakt. Ich werde jetzt dran denken, besitzlosen Charakteren keine Hofartefakte zu schenken, denn das wird sie zwar annehmen, aber eigentlich ist das ziemlich nutzlos für sie. Wir werden Paläste der Biber verschenken. Das ist etwas, das für sie nicht völlig nutzlos ist, falls sie dann doch mal irgendwo zu Landbesitz kommen sollte, was extrem unwahrscheinlich ist und verheiratet keine Kinder und keinen Besitz. Aber naja, sie findet das ganz gut. 13 Meinungen, das ist ganz okay und wir brauchen das jetzt nicht unbedingt. Wir sind jetzt nicht bautätig oder bauwütig gewesen. Geben wir ihr ein kleines Abschiedsgeschenk für diese ewig treuen Dienste. Das wollen wir als loyaler oder als auf Loyalität bedachter Herrscher und treuherziger Herrscher natürlich auch bedankt wissen. Diese treue Arbeit, die sie ewig geleistet hat als Mundschenk. So, und zu guter Letzt werden wir dann nochmal Treuherz streicheln, einfach weil es mal Zeit ist, tief durchzuatmen und unseren Gefährten einmal aufzusuchen. Genau. Ich komme nach draußen, wo Treuherz gerade mit ein paar Kindern spielt. Als der Hund mich sieht, springt er mit wedelndem Schwanz zu mir herüber und als ich mich niederknie, lässt er sich prompt auf den Rücken fallen. Ich verbringe viele Minuten damit, ihm den grauen Bauch zu streicheln. Es ist lange her, dass ich mich so entspannt fühlte. Danke, mein Freund. 15 Anspannung verloren. Sehr gut, das haben wir alles gemacht und dann würde ich sagen, ja, wir warten jetzt mal, bis wir ein bisschen Geld beisammen haben. Ich habe nämlich vor, eine ganz kleine Prachtreise zu machen. Also wirklich eine Reise mit minimaler Ausstattung für minimales Geld. Denn ich finde, als zufriedener Herrscher wollen wir lieber Geld für gute Zwecke ausgeben. Wir sind ja auch unbedacht, als dass wir jetzt hier eine riesengroße Prachtreise machen. Die Reise wird nach Nitra gehen, zum Herzog Marton dem Gichtigen. Da wir dort noch nicht waren und ja, wir wollen nur dieses eine Ziel ansteuern, das relativ nah bei liegt, um das Ganze hier eben günstig zu halten, aber um eben auch dort mal Präsenz zu zeigen. Das wird noch ein bisschen dauern. Erstmal brechen hier Geiseln auf. Ja. Okay, Geiseln brechen auf. Alles klar. Na, was ist das denn? Michael ist... Okay, das hatte jetzt aber nichts damit zu tun, dass wir unsere Schwester zu ihm hingeschickt haben und just am 3. August hat er sich zu Tode getrunken. Ich hoffe, das steht jetzt nicht in einem Zusammenhang und ich bin gespannt, wie das denn jetzt ist. Hat Manuel der Vierte die Geisel jetzt quasi geerbt? Der ist ja noch sehr jung. Also sie befindet sich dann, unsere Schwester, auf dem Weg. Das muss ich jetzt mal kurz kontrollieren. Sieht tatsächlich so aus. Sie ist tatsächlich auf dem Weg zum Kaiser, der verstorben ist und jetzt zum neuen Kaiser. Naja, ist ja vielleicht auch nicht so schlimm. Aber das, das war ja ein extrem krasser Zufall. Just an dem Tag, mehr oder weniger, trinkt er sich zu Tode. Nun denn. So, Xillag ist sicher in Kroatien angekommen, seht unseren Pakt als
bestätigt an. Und mir wurde mitgeteilt, dass meine Geisel Pretzlava oder Pretschlava jetzt aus Halic endlich eingetroffen ist. Die Enkelin von Großfürst Ilja wird ihrem neuen Leben in Ungarn zweifelsohne mit Besorgnis gegenüberstehen. Euer Großvater ist jemand, auf den ihr vertrauen könnt, versichere ich ihr. Euch wird es hier an nichts fehlen. Ich bringe euch zu eurem Zimmer. Sie ist jetzt unsere Geisel. Interessant. So, es gibt wieder Gerüchte. Bojena ist nicht mehr Hoftutor, weil sie an den Hof von Herzog Sambor gezogen ist. Hä? Ohne Besitz ist die irgendwo hingezogen? Wurde die eingeladen? Oh, und Prinzessin Anna, mit der wir ein Bündnis hatten, ist gestorben. Im Schlaf einfach eingeschlafen. Vielleicht ein Herzinfarkt oder sowas. Man weiß es natürlich in dieser Zeit nicht. Entehrt und sündig war sie zum Schluss. Wer ist denn jetzt ruthenische... Ja, Königin. Stanislava, natürlich die Schwester. Und unsere Cousine, die nicht so viel von uns hält, ist jetzt hier die neue Königin von Ruthenien. Oh, das sind ja überstürzende Ereignisse. Moment mal, was ist denn... Aha! Kaiser Philipp hat sich das Herzog Vistula zum Untertanen gemacht. Oh, das könnte den anderen Herzogtümern jetzt auch noch ins Haus stehen, nicht wahr? Ja, das ist jetzt interessant. Also wirklich eine Schwächung von Polen. Aber möglicherweise eine... Das könnte ja eventuell sogar gut sein für den neuen kleinen König, dass dessen Bruder ihn jetzt nicht mehr so einfach angreifen kann. Das könnte sogar tatsächlich positiv sein. Warten wir mal ab. Aber ein riesiges HRR hier. Unglaublich, liebe Leute. Nun denn, schauen wir mal. Bis wir hier das Geld mal zusammenkriegen, wird es etwas dauern. Oh, unser Nachbar, zu dem wir hier unsere Enkelin geschickt haben als Geisel, wird angegriffen von einem Bauernaufstand. Nun gut, das sollte er natürlich irgendwie, denke ich mal, lösen können, hoffe ich doch. Salomon, der Zweite von Temesch hier, dieser Albino-Mann, hat Kampfgeschick um 2 Punkte erhöht. Wow, also tolle Arbeit von Herzog Saul. Diese Tradition der tollen Ratsmarschälle setzt sich offenbar auch hier wieder fort. Sehr gut. Und es gibt keinen Grund mehr, Xilak als kroatische Geisel zu behalten. Er hat sie zurückgeschickt. Nun ja, dann ist das eben so. Oh, 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 hier passieren ganz viele Dinge. Kriegerorden wurde angeworben von... vom samischen König. Das ist... irgendwo ganz weit oben da in Skandinavien, im heutigen Finnland. Beziehungsweise, ja, große Teile hier Finnlands heute. Auch ein loyaler Mann im Übrigen. Der hat sich die Tempelritter angeworben in einem Verteidigungskrieg gegen die Tyrannei. Er ist katholisch und lass mich raten, die Tyrannen sind, ja, in dieser alten heidnischen Kultur, im heidnischen Glauben. Deswegen werden hier die Tempelritter von Ansgar angeworben. Okay. Ja, Neffe Boleslav ist verstorben. An einem Krampfanfall verstorben. Ja gut, das hat die Gesundheit ja auch stark in Mitleidenschaft gezogen. Sein Sohn Pschybor ist jetzt der neue König. Wir hoffen, dass wir da die Beziehungen gleich mal irgendwie auf gute Füße stellen können. Also verheiratet ist er ja schon. Kann man hier irgendwie eine Heirat arrangieren? Ich meine, ja, wir hätten hier mit den Enkeln Xilak zum Beispiel. Aber das sind ja alles No-Name-Charaktere. Vielleicht hat er ja mal, da müssen wir drauf achten, den lasse ich jetzt mal hier anpinnen als Charakter. Ob wir da eventuell eine gute Person für finden. Boleslav können wir mal hier wegnehmen als toten Charakter. Ja, so schnell ist es dann doch gegangen. Es hat nicht lange gedauert. Nun denn. Okay. Da müssen wir also mal drauf achten, was hier passiert. Prinz Svetopolk ist sein Bruder hier. Der ist ja verheiratet mit Sancha, mit unserer Tochter.
Genau, da hatten wir ja hier ein Bündnis angeleiert, das jetzt allerdings deswegen ausgelaufen ist. Da wir nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben, könnte man natürlich jetzt hier Geiseln austauschen, Xillag dorthin schicken und Prinzessin Ludmila, seine Schwester, nehmen. Das würde er auch machen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Tauschen wir dort mal die Geiseln aus. So, wir haben eine Inspiration. Ja, immer noch Adelinda hier. Wenn ich das mal wegnehmen könnte, finde ich das ganz gut. Die alte gebrechliche Frau wird jetzt hier kein Artefakt mehr für uns erstellen müssen, können, sollen. Das sollte nicht sein. So, die Geiseln werden wieder auf den Weg geschickt. Ich hoffe, das ist jetzt von längerer Zeit hier. Graf Sigmund wird angegriffen. Grafschaften von Volodymyr. Ach, hier oben. Der Piasten. Sohn vom ehemaligen König Janusz. Martislav. Ach so, weil er Nachbar ist, wird mir das angezeigt. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn damit zu tun? Aber jetzt wissen wir es. Geisel ungültig? Ja, toll. Jetzt hat sich Katalin auf den Weg gemacht und ist die am Hof? Ja, die ist bei uns wieder am Hof. Also die könnten wir jetzt theoretisch auch irgendwohin anbieten. Da können Galizia Volynia. Wo war denn das nochmal? Ach, das ist dieses Mini-Reich hier oben. Nee, ich glaube, so nötig habe ich es dann auch nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Austauschen. Tja, wir könnten jetzt mit Manuel auch noch einen Tausch anbieten. Er hat hier ja immerhin seinen erstgeborenen Sohn. Das wäre natürlich eine Sache, die ich trotzdem gerne machen würde. Dann muss ich jetzt die alte Katalin noch mal auf den Weg machen. Die Katalin, die darf sich jetzt noch mal auf den Weg machen. Bitte vergesst mich nicht. Nein, nein, ich schicke dich noch fünfmal los. Ah. Oh nein, Treuherz ist ausgebüxt. Als ich ausreite mit Treuherz neben mir, ist er plötzlich ins Dickicht davon gelaufen. Ah. Also geduldig werden wir auf gar keinen Fall sein. Wir sind ungeduldig und wir wollen, dass Treuherz zu uns zurückkommt. Aber auf jeden Fall. Oh je. Ich suche lange, aber es gibt keine Spur von Treuherz. Als ich gerade aufbrechen will, taucht wie aus dem Nichts meine beste Freundin, Bürgermeisterin Imoke, auf mit Treuherz im Schlepptau. Ich glaube, ihr habt da jemanden verloren. Oh, danke schön. Imoke, du bist echt die Beste. Vielen Dank. Wunderbar. Ein neues Zuhause. Ja, Ludmila ist angekommen von König Pschibor. Bringen wir sie aufs Zimmer. So, bekannter Simon ist verstorben. War der mal Hofarzt? Nee. Von Syrmia. Ich weiß nicht, wo der hingehört. Und er ist Plünderer geworden. Auch interessant. Oh. Okay. Sehr, sehr spannend. So, wir hatten, glaube ich, noch Gefangene. Einen Spytko-Ossowski, einer unbedeutenden Dynastie eines Barons. Kriegen wir da Geld? Boah, 3 von 10. Ja, komm, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Dann soll er halt die 3 bezahlen. Das ist ja wohl nicht ganz so schlimm. Milobrad und Vitosch sind. Ja, der eine ist sogar irgendwie so ein einfacher Bauer. Herkules. Aber der ist schon 52. Die sind alle wieder so uralt. Der eine ist schon gebrechlich. Also den Gebrechlichen werde ich einfach so freilassen. Der alte Mann verlässt so den Kerker. Ja, man könnte ihn noch mal rekrutieren. Ob das reicht, um hier als Ritter angestellt zu werden, weiß ich nicht. Wir machen das mal. Soll er an unseren Hof kommen? So ein Herkules. Ist ja vielleicht doch noch
ganz praktisch. Wir könnten Milobrad um... Oh, um Informationen vom Hof von Prinz Janusz bitten. Sollte man das machen? Das Lösegeld wurde akzeptiert. Ja, warum eigentlich nicht? Dieses Vertrauen in diesen jetzt Vasallen des Heiligen Römischen Reiches, das hat sich ja nicht unbedingt... Ja, das war ja nicht unbedingt immer vorhanden. Also ich denke, da besteht ein Eigeninteresse, das durchaus zu erfragen. So, Xillak, 10-jährige Xillak ist angekommen bei Przybor, dem neuen König, jungen König von Polen. So, da habe ich ihn eingeladen, mit mir zu trinken. Hier, so einen doofen Bauern, warum lädt man den denn zum Trinken ein? Den kann man doch auch unter Androhung von Gewalt fragen oder so, keine Ahnung. Naja, natürlich habe ich dann gefragt... Ja, natürlich. Wir fragen direkt nach. Natürlich, natürlich. Ich freue mich, dass ihr euch für meine Abenteuer interessiert, König. Nicht, dass es viele wären. Aber ja, ich hatte einige angenehme und interessante Momente während meines Aufenthaltes an Prinz Janusz Hof. Ja, verschieben tun wir das nicht. Also, er soll reden. Wir haben Informationen über Janusz und einige wichtige Mitglieder an seinem Hof nämlich erhalten. Wir wussten ja schon einiges von ihm. Wissen wir was von Mathilda, seiner Frau? Ach, so gut wie gar nicht. Er hat hier so ein paar Hofmitglieder, ein paar Vasallen, von denen wir jetzt vielleicht etwas mehr wissen. Naja, war jetzt nicht die große Nummer, ob es dafür extra ein Trinken geben musste, weiß ich nicht. So, die Prachtreise wäre möglich, allerdings haben wir immer noch nicht genug Geld beisammen. Wir haben jetzt hier nicht mehr die besten Einnahmen. Durch die ganzen Ausgaben, Kriegsvolk, Hofämter, Hofannehmlichkeiten ziehen uns davon sehr viel ab. Nachbar Basileus der Vierte wird angegriffen von Dux Vyatoslav. Hier geht's also munter weiter in diesen, ja, Kriegen, die hier das Kaiserreich weiter auseinanderpflücken. Befreiungskrieg soll hier gemacht werden. Von Dux Vyatoslav hier im... gar nicht weit entfernten Gebiet von Moesia oder Mösia. Auch einer der Rurikiden-Dynastie. Sehr spannend. Aus der Rurikiden-Dynastie ein Mann. Interessant. So, was ist jetzt los hier? Friends and Foes. Kommt ihr zum Spielen raus? Ich bin mir sicher, die Beziehung von Benedek, unserem Ratskanzler und Freund, zu seiner Ehepartnerin Sarah ist eine glückliche und fruchtbare, doch seit kurzem verbringt er immer weniger Zeit mit mir. Einem teuren Freund, je mehr sich diese Beziehung vertieft. Hat er irgendwie eine neue Frau? Nee, aber offenbar hat er sich ihr stärker zugewandt. Weiß nicht, ob es da irgendwas gab. Können wir nicht so richtig nachvollziehen, aber das ist uns offenbar aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn auch nur zu so etwas Simplem wie einem Spaziergang zu bewegen, ist er offenbar mit ehelichen Pflichten beschäftigt. Ja, wie schlimm. Ich vermisse die gute alte Zeit, als wir überall umherstrom hatten, feinsten Würzwein tranken und bis uns alles wieder hochkam und dann am nächsten Abend genau das gleiche noch einmal zu veranstalten. Ja, war das denn jemals so? Offensichtlich. Meint hier Gabriel, wie viel Spaß wir hatten, wenn uns nur diese elende, geschwätzige Sarah nicht mehr daran hindern würde. Also mögen wir die nicht? Haben wir da so eine starke Meinung mit einem mal zu? Ich schätze, wir haben das hinter uns gelassen. Womöglich kann ich da jemandem aufzeigen, was für einen Fehler er machte. Ja, offensichtlich wollen wir ihn darauf ansprechen. Es kann dazu führen, dass wir sogar keine Freunde mehr sind. Das wäre interessant. Unwahrscheinlich, dass Beziehung ist irreparabel zerbrochen. Zwischen sie wird ein Keil getrieben. Möglich, beide sind nicht glücklich mit uns und wir erhalten Anspannung oder wir haben zu sehr gedrängt, wir sind keine Freunde mehr. Da werden wir mal schauen, was da passiert. Beide sind nicht glücklich mit uns, beide verlieren Meinung von uns. Nun denn, wird sich da hier diese Freundschaft allmählich in Wohlgefallen auflösen? Wir wissen es nicht. Ja, meine Geisel Michael aus dem byzantinischen Kaiserreich, der Sohn des Basileus Michael IV. Ist bei uns
angekommen. Konrad Palfi ist verstorben. Hatte ich den hier irgendwo ange... Ja, irgendwie hatte ich die angepinnt. Deswegen wird mir das auch angezeigt. Ich weiß aber leider nicht mehr, warum. Ist alles ein bisschen lange her. Nun. Schauen wir mal. So, es ist schon Neujahr 1191. Und es gibt veränderte Geschicke. Die Geschicke von Prinz Pschybor, dem Bruder meiner Geißel, haben sich geändert. Sein Titel ist nur noch Graf. Unser Pakt wurde unter ganz anderen Voraussetzungen geschlossen und das wäre vielleicht klug, jetzt noch einmal drüber nachzudenken. Okay, Pschybor ist nur noch ein Prinz. Aha, Maciej hat sich nach oben geputscht. Der alte Graf ist jetzt neuer König hier. Also die Piasten, das sind auch welche... Nichts ändert sich. Er ist jetzt hier nur noch ein kleiner Graf. Ja, natürlich ändert das die Dinge. Die werden jetzt beide erstmal nach Hause zurückkehren und dann müssen wir gucken, wie wir das neu sortieren. Wenn wir hier einen Diplomatievorzug haben. Wir werden jetzt mal wohl überlegt werden. Meinungszuwachs durch Geschenke schicken steigt um 100%. Tja, das ist jetzt hier der neue polnische König, der uns gar nicht mal so unwohl gesonnen ist und wir auch nicht ihm. Das ist beides relativ okayisch. Er ist aber auch gebrechlich, eigentlich auch schon auf dem Weg des Sterbens, würde ich mal schätzen. Sein Erbe wäre jetzt sein erwachsener Sohn Prinz Jakusch. Also ob wir mit dem jetzt unbedingt eine Vereinbarung brauchen, ich würde sagen, das Ganze beobachten wir erstmal eine ganze Weile. Hofpracht nur noch auf Stufe 8 abgesunken. Gut, liebe Leute, aber das war's erstmal für die heutige Folge. Ist doch schon einiges passiert hier, außenpolitisch gab es hier einige Todesfälle. Und es ist auch bei uns im Inneren ein bisschen was passiert. Ich hoffe beim nächsten Mal, ja, da haben wir auf jeden Fall dann das Gold zusammen. Soweit kann ich das Spiel jetzt noch weiterlaufen lassen. Problem, gibt es wieder ein Ereignis, wieder zu Hause. Xillak ist wieder da, unsere Enkelin. Es gibt wieder Gerüchte. Ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht. Wir haben jetzt jedenfalls genug Geld. Befehlshaber wurde verbessert, Istvan. Genug Geld für unsere Mini-Prachtreise, wenn die denn noch genauso viel kostet wie beim letzten Mal. Diese Reise werden wir beim nächsten Mal dann antreten in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf. Ich bin gespannt, was uns auf dieser sehr kargen, sehr unprachtvollen Prachtreise geschehen wird. Also bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.